Soll er ruhig Witze machen. Du siehst flott aus und hast alles im Griff. Was erzählt er mir da von Mr. Jeffords Medikamenten? Das habe ich schon vor 5 Minuten erledigt. Ach, lass ihn doch einfach reden. Den sind wir sowieso bald wieder los. Es gibt da ein Geheimnis, das ich Ihnen jetzt verraten werde. Dass Sie nie bei der Navy waren und Johnny Ihr Ehemann ist? Schön wär's. Ich liebe dich, Johnny. Dass Sie in diesem Krieg kämpfen, hat unter dem Personal hitzige Debatten heraufbeschworen. Sehen Sie, alle denken, Sie könnten Ihre Querelen einfach wegsperren und das würde Ihre Arbeit nicht beeinflussen. Aber Sie irren sich. Zumindest nach den Kaffeeflecken auf Dr. Cox Kittel zu urteilen und dem Zitat hier auf diesem Kaffeebecher, das Dr. Reed zugeschrieben wird. Meine Muschmusch brennt wie Feuer. Mai 2004. Was ist deine Muschmusch? Irgendwann wird mal auf einen Notruf nicht reagiert oder eine Untersuchung wird nicht schnell genug durchgeführt und dann muss ein netter Junge wie Sie dafür bezahlen. Am meisten stört mich daran, dass ich genau weiß, dass es so läuft, aber rein gar nichts dagegen tun kann. Wieso nicht? Drücken wir es mal so aus. Ich bin hier nun mal nicht so beliebt, wie es Ihr Sergeant war. Wir haben Sergeant Borden gehasst. Wie bitte? Er hat uns gedemütigt, überfordert. Aber vielleicht macht manchmal genau das einen guten Anführer aus. Er schweißt alle zusammen, indem er ihnen jemanden liefert, den sie hassen können. Okay, alle mal herhören. Ich informiere euch nur ein einziges Mal. Also dann, Bob. Verklicke es ihnen. Ab jetzt und für alle Zukunft werden hier nicht mehr irgendwelche Rabatte für Angestellte eingeräumt. Jeder hier bezahlt den vollen Preis. Außer mir selbstverständlich. Wo ist mein Jumbo-Latte? Dürfen wir erfahren, wieso? Nein, das dürfen Sie nicht. Das sollte reichen.